So, alles paletti. Ich hoffe ja. Hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch als allererstes ein ganz tolles, gesundes, kreatives neues Jahr. Ja, das ist mein erstes Video in diesem Jahr. Und ich hatte wirklich eine Pause. Und wenn ihr so um mich rum ein bisschen die Augen offen haltet, dann seht ihr schon, oder ich habe es auch schon im letzten Video angekündigt, dass ich in meinem Bastelzimmer noch mal einiges verändern muss. Ich hatte ein Problem. Ich habe oben nämlich kein Licht mehr gehabt. Bei mir sind die Lichter auf Deutsch gesagt ausgegangen. Und ja, und darum sind meine Weihnachtsferien quasi, die habe ich damit verbracht, mein Bastelzimmer noch mal komplett auf den Kopf zu stellen. Und das ist der Grund, warum es jetzt noch mal eine Kraftraumtour gibt. Ja, die alte oder die letzte ist noch gar nicht so lang her. Also ich verspreche euch, die diesmal wird nicht ganz so lang gehen, weil ja, ich hoffe, ich kriege es ein bisschen kürzer hin. Aber ich schätze, es ist wieder vielleicht doch einiges an Idee dabei, die für den einen oder für die andere von euch interessant sein könnte. Also ich habe wirklich jedes Papierschnipsel wieder an der Hand gehabt und habe überlegt, ja, behalte ich dich oder behalte ich dich nicht. Also das ist schon ein bisschen nicht ganz normal vielleicht, aber das, also ja, ich weiß nicht, wir sind halt so. Man könnte ja mit so einem Schnipsel noch irgendwas anfangen, ne? Ja, also ich habe wieder hier sehr viel, also ich habe umräumen müssen. Darum ist auch das Regal dahinter, was ihr da seht, das steht jetzt anders. Das stand ja vorher hier so quer und ich war hier sehr eingekästelt und jetzt habe ich wirklich, also ich habe das Gefühl, ich habe mehr Luft zum Atmen. Das ist richtig toll und ich bin so froh und dankbar, dass mein Mann da mitgespielt hat und mein Sohn auch, weil die Händler die schweren Möbel rücken müssen. Ich habe viel ausgeräumt natürlich, damit es nicht so schwer ist, aber auch, ja, die sind so zum Teil auch so verrückt. Also es war, ja, Mordsarbeit und ich habe aber nichts Neues gekauft. Ich habe meinen Schreibtisch vergrößert. Es kam nicht der neue Tisch rein, den ich mir erdacht habe oder den ich gekauft habe, den ich benutzen kann von meiner Schwiegermutter damals, der Esszimmertisch. Da bin ich davon weggekommen. Mein Mann hat nämlich die Idee gehabt, auf meinen Schreibtisch einfach eine längere Tischplatte drauf zu machen. Der hat da irgendwo in seinem Schopf da irgend so ein, er hat gesagt, die Platte ist mindestens 25 Jahre alt und die habe ich jetzt auf meinem Schreibtisch drauf. Und das zeige ich euch jetzt alles gleich und ich freue mich und ich hoffe, es ist für euch vielleicht eine Idee, wie ihr mit, also ich habe quasi, ich habe nichts investiert an Geld. Ich habe alles gemacht mit den Sachen, die ich schon gehabt habe. Also nichts Neues gekauft. Doch, zwei Körper habe ich neu gekauft. Die zeige ich euch nachher. Aber ansonsten, es passt nicht alles zusammen. Also ich habe nicht alles, sage ich mal, passend. Aber da habe ich auch gar keinen Stress mit. Also ich finde, das hat so einen gewissen Charme, wenn man so ein paar Blechdosen benutzt, alte, oder einfach ein paar Schachtler umklebt mit irgendwas. Das muss nicht immer ganz teures Zeug sein, was man da zur Aufbewahrung benutzt. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geschwätzt. Ich würde sagen, es geht los. Ich drehe Kamera rum. Nee, ich drehe sie nicht um. Ich nehme sie in die Hand und laufe mit euch jetzt hier durchs Zimmer. Ich hoffe, vom Licht her geht es jetzt einigermaßen. Ich mache jetzt so gerade mal alle Lichter an, die ich zur Verfügung habe, dass man das hinkriege, weil draußen ist schon dunkel. Und ja, ich hoffe, ihr seht dann trotzdem alles. Also, ja, geht gleich weiter. Bis gleich. Ja, so sieht's aus. Das ist jetzt, hier kommen wir rein. Hier ist das alte Regal, was ich vorher schon gehabt habe. Da ich gar nichts verändert. Ein bisschen was habe ich verändert, aber nicht viel. Und hier kommen wir jetzt rein. Und dahinter ist das Regal jetzt. Das stand vorher quer. Und die Lichter da oben, jetzt sind sie alle an. Die waren nämlich alle aus, außer eins ging noch. Und darum habe ich zu meinem Mann gesagt, da müssen wir jetzt durch. Aber der konnte keine Leiter stellen, weil er eben durch diese schwere Regale, ich habe hier so ein IKEA Expedit Regal oder wie die heiße, Querstehe gehabt und eins dahinter nochmal eins, also ein doppeltes. Da sind meine Klamotten übrigens. Wir sind ja hier in meinem Schlafzimmer. Das dahinter ist das mit Spiegel, das ist mein Kleiderschrank. Und das sind auch noch Klamotten von mir. So sieht es jetzt aus. Also das ist ein multifunktionales Zimmer. Aber das war es vorher schon und ich habe da gar keinen Stress mit her. Also, jetzt fangen wir hier an. Ich laufe jetzt mal da kurz vor und dann gucken wir das von der anderen Seite an.
muss ganz weit zurück, sonst haben wir das nicht im Blick. So, das ist eine, also ich habe lauter alte gebrauchte Möbel. Das sind Weinkiste und da lagert ein altes Türblatt drauf. Und ich habe euch beim letzten Video schon erklärt von Zone 1, 2 und 3. Das ist quasi Zone 2. Also es sind alle Sachen drin, die ich nicht ständig brauche, außer hier, das sind meine Stempel jetzt drin. Die brauche ich oft, aber da kann ich gerade mit dem Stuhl, der ist hier, einfach geschwinder rüberrutschen. Jetzt ist es euch wahrscheinlich gerade schlecht geworden. Und hier, das finde ich ganz toll. Ich habe so viel Weihnachtspusht von euch bekommen. Ich laufe mal gerade hin. Ich habe so viel Weihnachtspusht und Sache bekommen von euch. Und ich habe jetzt unbedingt, eure Briefe mache ich immer hier rein. Und da sind auch welche drin. Aber ich wollte das so um mich rum haben. Und ich freue mich einfach über diese ganze Briefe und Päckchen und alles, was gekommen ist. Und da habe ich jetzt eine alte Leinwand genommen, eine große. Die hatte ich. Und da habe ich jetzt so Schnur drumherum gespannt. Da seht ihr, da ist so Schnur, so Jute-Schnur, ganz fest so rum und so rum. Und da habe ich mit den Bulldog-Clips einfach eure Karte festgemacht. Und das wird sich im Laufe des Jahres einfach verändern. Immer wenn neue Karte, also jetzt ist echt voll, wenn neue Sachen dazukommen, wandert irgendwas halt da ins Kistle rein und irgendwas Neues wird da hinkommen. Und ja, ich finde es so schön und vielen, vielen Dank an euch alle für die ganze wunderschöne Karte und was ihr da alles für mich gemacht habt. Das ist mega toll. Ja, das ist quasi, gehen wir kurz zurück, das ist so ein bisschen eure Ecke. Das sind Journals, die ich bekommen habe von euch. Das zum Geburtstag habe ich das dahinter bekommen. Und ja, also mega schön, mega schön. Da ist Melina immer, die sagt immer, Mama, wenn du das nehmen willst, dann nehme ich's. Sag ich, nee, das gehört mir. Und ja, ich freue mich einfach ja über diese Sache. Das habe ich ein bisschen umfunktioniert, da war viel mehr von den Gläsern da oben, aber ich habe Platz gebraucht. Das ist meine Sammlung mit Mini-Büchern übrigens. Und da hatte ich noch so eine Lichterkette gefunden, ja, die habe ich jetzt auch mal da drauf geschmissen. Ja, weil die lag so rum, die hing so rum. So, und hier sehen wir jetzt meine Stempel. Also das kann ich mir hier rausnehmen. Hier ist noch so ein zum was aufnehmen da. Das ist Licht hier, das darf euch jetzt nicht stören. Das ist meine Stempelsammlung. Das Kistle kann ich nehmen, kann mit an den Schreibtisch und da unten sind weitere Stempels drin. Das sind diese La Blanche Stempel, die habe ich hier. Hier habe ich diese ganze Holzstempel vom Action und dahinter sind auch noch so ein mit so Pflanzen, so Stempel. Und hier, das sind einfach, ja, Lieblingsstempel, die ich mag. Und die sind da und ich kann das ganze Kistle mit rübernehmen und einfach dann mir was aussuchen. So, hier, wenn wir es von Vorräte haben, hier sind Vorräte. Einfach alles in so alte Marmeladegläser drinnen. Da komme ich ja schnell hin, wenn ich was brauche. In diesem Körbchen, ich gucke durch Kamera durch, darum fasse ich da so komisch hin. Da habe ich für meine ganze Serviette jeweils ein, zwei rausgenommen und habe das da rein. Habe auch ganz viele Serviette geschenkt bekommen. In Happy Mails, das ist hier. Und das da ist mein, das sind so Stempel, so Buchstabe. Das ist ziemlich ein altes Stück, das habe ich mal bekommen von meinem Mann. Der hat mir das mal auf eBay gekauft. Und da sind ein paar wunderschöne alte Bücher. Ja, einfach so. Wenn wir jetzt mal ins untere Regal gehen, das ist eine riesige Holzkiste, die habe ich auch von meinem Mann. Und die ist unterteilt und da habe ich lauter schon fertige für Signaturen Sachen drin. Text drin, Briefe drin, alles Mögliche. Das habe ich alles schon mal gebastelt. Das wartet da auf einen Satz. Und noch eins tiefer, das ist ein Körbchen oder zwei Körbchen einfach mit Stoff. Stoffstückle und so weiter. Und da drüber. Muss ehrlich sagen, weiß gar nicht mehr, doch, hier. Das sind so Vorräte noch mit Plastiktüte, solche Sachen. Das habe ich euch schon im letzten Video gezeigt, solche Sachen. Das habe ich jetzt einfach verschwinden lassen, weil ich finde es in den Kästle ist schöner. Und da unten, das ist noch nicht so schön, das sind einfach auch Vorräte. Das sind kaffeegefärbte Papiere, einfach in so Boxen drin und digitale Papiere und so. Und der Rest ist hier einfach frei. Achtung, eine Schwenke.
So, das da habe ich mal von Marie bekommen. So ein kleines Mobilier, das hat jetzt hier herhängen gedürfen. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, und das ist jetzt die Wand, die kennen wir. Das ist eine alte Druckereischublade. Und ja, also die hatte ich schon mal. Die haben wir jetzt richtig an die Wand gehängt. Also ich habe zu meinem Mann gesagt, das da unten, was ich beim letzten Video drunter hatte, die Schublade da, die Kästle, das habe ich jetzt weg wollen. Ich habe zu ihm gesagt, bitte häng mir das Ding an die Wand, dass ich den Platz unten auf dem Tisch frei habe. Das ist ein ganz alter Tisch, der hat so Brandlöcher und so, keine Ahnung. Wem der mal gehört hat, ich kann es euch nicht sagen. Oh, der Lenny ist gerade so bellt. Ja, und zeigt es euch mal, wie ich das dekoriert habe, mit alte Sache, die ich ja habe, mein Bollehut natürlich, der durfte da auch mit drauf. Und ja, das sind lauter so kleine Schätze drin. Und ich finde, ja, ich liebe das. Da kann immer mal wieder was Neues dazu oder was Altes raus. Und ja, toll. Einfach toll, wenn man sowas hat. Weil man da einfach, ja, manche Sachen sind noch leer, aber das macht ja gar nichts. Okay. So. Die zwei Bilder, das sind, da gibt es Video davon. Die habe ich doch gemacht, wo ich von Upgrade eine Box geschenkt bekommen habe. Das sind die zwei Mixed-Media-Bilder entstanden und die habe ich jetzt einfach hier an die Wand gehängt, weil ich fand, das sieht so im Ganze ganz nett aus. Wenn ich jetzt hier rüber schwenke, das hier habe ich auch von einer ganz lieben Zuschauerin mal geschenkt bekommen. Also das war nicht gerahmt, aber ich habe das jetzt gerahmt. Ich habe einfach eine Pappe dahinter gemacht und das hat sie selber gestickt. Oder wie sagt man, sticken, ja. Vor, ich glaube, 30 Jahren hat sie mir geschrieben und ich durfte mitmachen, was ich möchte. Und das ist so hübsch und darum habe ich das jetzt dahin gehängt. Und das ist einfach jetzt mein Platz für meine Nähmaschine. Und da unten drunter, da ist ein altes, so ein alter Rollcontainer, wie den viele Leute haben. Der ist wirklich nicht schön. Aber ich mache mal die erste Schublade auf. Moment. So, alles drin, was ich an Nähsache habe. Mehr habe ich nicht, mehr brauche ich auch nicht. Aber jetzt ist da drin aufgeräumt und ich habe den Schreibtisch frei oben. Mache ich da mal zu. Ein Teil meiner Spitze ist da drin. Aber das reicht mir. Ich habe noch mehr Spitze außerhalb von dem Zimmer, einfach in andere Behältnisse. Aber das dauert eine Weile, bis man das mal aufgebraucht hat. Und das ist jetzt in dem Schublädle drin. Ich kann mich mit meinem Schreibtischstuhl umdrehen, kann man da was rausholen, wenn ich es möchte. Und ich mache Schublade zu und weg ist es. Und hier, und das rollt. Hoppla, muss ein bisschen aufpassen. Das ist quasi Ersatz in alle mögliche. Das sind Sachen drin, die ich doppelt habe und die ich nicht in meinem, ich habe hier so ein mobiles, hier, das da, das habe ich ein bisschen ausgeräumt und umgeräumt, das erkläre ich euch jetzt gleich. Und das, was doppelt war, das ist jetzt hier in das Schublädle reingewandert. Nochmal dazu. So, machen wir gerade hier weiter. Das ist jetzt so ein so ein IKEA-Regal. Ne? Und ich habe jetzt beschlossen, alles, was ich so an Papiere und so habe, mache ich hier rein. Muss man gerade in die Brille hinterlegen. So. Also hier sind jetzt, das, was hier ist, das war vorher da drüben in dem Regal drin. Jetzt habe ich beschlossen, ich mache das hier rein. Hier ist jetzt meine Stanzmaschine. Wenn ich sie brauche, hole ich sie raus, tue sie auf diesen Tisch und ansonsten ist sie hier drin. Weil den Tisch, den hätte ich gerne als Ablage. Das sind meine Stanze dazu. Also die ich gern habe. Da unten sind die, die ich nicht so toll finde. Und hier, das ist jetzt alles Mögliche an ja, Briefumschläge, Papiersache. Das habe ich in den Körbchen sortiert. Da kann ich ja hinlaufen. Dahinter sind meine Karte. Da kann ich hinlaufen, kann man da einfach was rausholen. Das geht ja recht schnell. In dem Regal auch. Postkarte, alte, solche Sachen. Dahinter sind alte Bücher. Und ihr seht, passt nichts zusammen. Aber es macht doch nichts. Wir sind ja nur in unserem Bastelzimmer. Ne? Hier oben,
Das ist ein Briefmarkealbum, das ist gefüllt, das ist vom Flohmarkt. Flohmarkt für 10 Euro. Und das sind alles meine Papiere. So von Action, so. Das ist Aquarellpapier. Das sind so Sketchbooks, alles Mögliche. Das sind meine Schneidmatte, die stecke hier drin. Hier geht's weiter, das sind College-Blöcke, Aquarellpapiere und weitere so Sketchbooks. Die kann man da rausholen. Also in solche IKEA-Regale passt unheimlich viel rein. Ja, hier habe ich alte, schöne Bücher. Hier drinnen, was ist denn da drin? Ich glaube, noch Acrylfarbe oder sowas. Ja, und es ist mehr so jetzt, das sind auch Bücher mit Blumen und solche Blumenpilze, so, wo mir gern mal ein Bild rausnehme. Hier oben auch. Und das ist alles voll mit solchen Sachen. Und ja, hier unten, das ist jetzt mehr so alte Bücher, die ich gehabt habe. Da sind Acrylfarbe drin, Jellyplate-Sache, das ist alles hier unten. Hinter diesem Schrank sind ja auch nochmal 4 Fächer, da sind jetzt Sachen drin, die ich nicht oft brauche. Und wenn ich sie brauche, kann ich das Schränkle einfach auf die Seite schieben, das ist nicht schwer. Aber so hatte ich die Möglichkeit einfach, ich kann da durchlaufen, ich komme zu meinem Kleiderschrank und ich kann das nutzen. Da sind normalerweise diese Körbchen drin, die habe ich rausgemacht, anderweitig benutzt, weil ich mag es gern hier offen. Weil hier sind wir jetzt in der Nähe von meinem Schreibtisch. So, hier. Alles drin, was man an Bänder und so nutzen kann im Moment. Also da habe ich Bänder drin, auch Sachen, die ich von Happy Mails bekommen habe. Und das ist ein geschicktes Körble. Kann ich mir herausnehmen, kann ich mit auf den Schreibtisch nehmen. Das ist ein Körbchen, das liebe ich. Ich mache gern Sachen mit Fotos. Und das ist hier drin. Das ist dieses leichte Plastikkörble, habe ich euch letztes Mal schon erzählt. Die gibt es bei Kaufland oder können wir bei Amazon bestellen. Mir geht es einfach darum, die Sache, die ich bewegen muss, die müsse leicht sein. Darum habe ich mich für solche Plastikkörbchen entschieden. Manchmal nehme ich also Pappschachteln, aber das ist halt geschickter, weil es ein bisschen höher ist. Und darunter, da sind jetzt einfach so neutrale Sachen, so Karte-Rohlinge, die ich mal gebraucht bekommen habe. Und da ist das Acetatfolie drunter und transparentes Papier. Das ist einfach hier drin. Das da sind die Bücher, die ich immer die ganze Zeit benutze, um mir irgendwelche alte Buchseiten rauszunehmen. Die habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst. Das sind schon einige, die da immer in Gebrauch sind. Und das ist das übliche Körbchen, das ich Henna schon ganz oft gesehen, mit den ganzen Spitze und Bänder, wo ich mir immer ein Stück abreiße und irgendwie dann bei einer Collage dann drauf mache. Das kann ich mir auf meinen Schreibtisch holen. Und wenn es mir im Weg ist, schiebe ich es einfach da unten rein. Ne? Da unten, da ist quasi das aktuelle Projekt drin, wo ich eigentlich dran arbeite gerade. Das zeige ich mir jetzt nicht. Und hier, das sind diese, zum Beispiel, das sind diese Umschläge. Das ist jetzt ein Umschlag nur mit so Geschenktüte, solche Sachen. Geschenktüte. Da habe ich eins. Einhändig geht es schwer. Ich habe eins mit Teebeutel. Ich habe eins mit Tapetereste. Das ist alles da drin in den Tüte. Das sind aber Sachen, die ich nicht so oft benutze. So, jetzt drehen wir uns so. Ja, meine Klamotte. Aber die tun ja nichts zur Sache. Das hier, das hatte ich vorher auch schon. Könnt ihr euch erinnern? Vorher war hier eine Bierbank. Und unter der Bierbank war dieser Rolltisch. Den habe ich bei Amazon auch mal bestellt. Und der ist einfach geschickt. Den kann ich hinschieben, wo ich möchte. Meine Nähmaschine, die schreibt tatsächlich. Und ich liebe sie total. Sowas kriegt ihr auf eBay. eBay Kleinanzeiger. Da habe ich, ich glaube, es war an die 60 Merian-Hefte. Merian-Hefte, das kennen wir noch vielleicht. Das sind so alte, schöne Hefte. Also die sind wirklich alt, die sind älter wie ich zum Teil, über Reisen und Länder und so und Städte.
Finde ich ganz toll. Da hole ich mir ab und zu mal hole ich mir da Bilder raus oder so und nutze die dann in meinem Journal. Die Nebengeräusche ist übrigens der Lenny, falls er ihn höre. Der spielt draußen mit meinem Mann. Und die Schreibmaschinen hat die Frau auch verkauft. Und ich habe dann und noch ein schöner alter Blumenständer, Jugendstil-Blumenständer und alles zusammen hat 60 Euro gekostet. Also spottbillig. Ich habe das Band erneuert und jetzt schreibt die und ich finde sie mega toll. Das kennen wir noch. Das habe ich ja in jedem Video, benutze ich das. Das ist einfach so ein schönes, ja, so eine alte Blechdose. Und da habe ich meine transparente Umschläge drin. Und da sind Dinge drin, die ich oft nutze. Das sind zum Beispiel diese Fotoecke. Was haben wir da? Da habe ich getrocknete Hortensienblüte drin. Da habe ich selber gemachtes Tesaband drauf. Das benutze ich auch öfters. Da sind Teebeutel drin. Ja, solche Sachen nutze mir. Das sind solche kleine Lochverstärkungsringe, selber gelocht. Und das sind die gekaufte quasi. Kann man kaufen und ein bisschen mit Farbe anmalen. Dann sehen die auch alt aus. Da habe ich so Aufkleber drin. Ich nutze wenig Aufkleber, aber ich wusste nicht, wohin damit. Da habe ich eine kleine Auswahl an solche, ja, so Glitzer, so Dekosteinchen. Nutze ich auch, ehrlich gesagt, fast nicht. Darum ist auch das jetzt alles weiter hinten. Das sind Federn drin und das ist einfach nichts. Das ist Vorrat. Da sind noch so skelettierte Blätter drin. Das sind so besondere so Tütle, die finde ich toll. Die kann man so nutzen. Die habe ich mal geschenkt bekommen in einer Happy Mail. Das ist original so Ephemera, sagt man. Finde ich ganz schön. Das hüte ich wie ein Schatz. Nutze ich nicht. Das sind so Paketaufkleber und ja, Etikette. Also dahinter ist nichts Besonderes mehr drin, aber vorne, der vordere Teil, das ist der wichtige Teil. Und den nutze ich tatsächlich in jedem Video und das ist einfach praktisch, weil ihr habt hier viele unterschiedliche Sachen auf einem Fleck. Und gerade wenn ihr jetzt nicht so einen riesen Schreibtisch habt, dann ist sowas eine gute Möglichkeit, ja, euch in kleiner Teil auf kleinstem Raum an eurem Schreibtisch irgendwie aufzubewahren. Ne? Also das habe ich jetzt schon ganz lang, diese Methode, und ich muss sagen, die kann ich wirklich weiterempfehlen. Da, also ich habe noch mehr von solchen Sachen, aber das ist dann, das lagert dann bei mir woanders. Das ist dann Zone 1. 1 ist wichtig. So, das sind wir jetzt auch. Jetzt sind wir auf meinem Schreibtisch. Ich rutsche mal zurück. Dass ihr euch das mal angucken. So weiter zurück komme ich nicht. Was machen wir jetzt? Also das ist mein Schreibtisch. Ja, das war er vorher schon. Mein Mann hat jetzt da eine Platte mir aus dem Schopf geholt. Die ist da einen Meter länger. Da hat er so was drunter gemacht, dass man das nicht abbricht. Und die ist auch auf der Seite auch bis ein Stückle länger. Und so habe ich jetzt, obwohl es mein alter Schreibtisch ist, mordsmäßiger Platz. Und da dahinter ist da, das ist ein, auch so ein IKEA-Regal. Kallax oder Expedite oder wie die heute heißen. Das steht einfach hinter meinem Schreibtisch und ich brauche sowas, um hier meine Lampe festzumachen und meine, das ist noch eine Lämple und da oben, das da, das Geschnörkelte, da mache ich meine Handys fest, wenn ich hier filme. Also das ist, ja, einfach wichtig, dass hinter meinem Schreibtisch muss eine Wand sein. Und das ist die Wand jetzt. So, jetzt fangen wir mal hier an mit meinem Rolltrolli. Wir arbeiten uns jetzt mal von rechts nach links. Das ist mein Rolltrolli. Diese Sache, das kriegen wir auf Amazon. Bei IKEA gibt es das überall. Und das ist einfach eine tolle Sache. Das hat mehrere Ebenen, drei Stück da unten. Da muss ich sagen, kommt man immer schlecht hin. Da habe ich jetzt zum Beispiel nur meine Gummihandschuhe drin und Babyfeuchttücher und eine Schürze, falls es mal richtig dreckig wird. Die übrige Woody-Stifte oder so, Wachsmalstifte und drunter so ein bisschen, ja, solche, ein bisschen Gruscht halt, was man halt so hat. Ne? Hier die zweite Ebene, da ist mein Föhn drin und den tue ich immer in so ein Glas reinstellen, dass wenn der heiß ist, dass der nichts anstellen kann.
Und es ist ja jetzt hier ganz in der Nähe von meinem Schreibtisch, wenn ich den benutze. Ich mache ihn aus, ich stecke ihn hier rein. Da ist mein Kaffee drin, da sind ein bisschen noch Kleber drin, Vorrat. Das sind eben so Sachen, Buchbinderleim. Ich komme da gut hin. Das sind solche Serviettentechnik-Sachen, Kleber. Das sind so ein bisschen so Lappe, wo ich dann Hände sauber machen kann oder irgendwas abwischen kann. Das ist wichtig. Das sind zwei Wasserspritze. Brauchen wir immer. Das ist wichtig. Da ist mein Öseteil da drin. Das habe ich hier festgeklebt, weil das immer bleibe ich hier hängen und dann fliegt man das runter. Das hat mich genervt. So, und hier habe ich so ein Drehregal. Also kann ich, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, kann ich nur empfehlen. Das ist doppelstöckig. Ihr könnt unter ganz viele Sachen reinmachen. Quasi die nicht so hoch sind. Da seht ihr, Lasurgele habe ich da drin, goldene Acrylfarbe. So mein Vintage-Foto zum Auffüllen. Alles Mögliche. Das sind so auch Acrylinks in Gold, in Kupfer und in Silber ist das. Ja, passt gut unten rein. Ich komme gut hin. Ich kann das drehen und ich komme überall dran. Und oben habe ich schwarzes Gesso, Mod Podge. Das ist aus so einem Serviette-Lack und Leim. Den kennen wir schon. Weiße Acrylfarbe. Da kommt Wasser rein, wenn ich irgendwas malen will. Das habe ich, aber es braucht einen Platz. Und das ist jetzt der Platz für mein Behältnis, für mein Wasserbehältnis. Ne? Das kennen wir auch. Da mache ich immer den Kleber rein. Das ist hart, weil wenn ich ihn nicht aufbrauche, wird er hart. Also irgendwann ist das Ding da voll und dann muss ich mir ein neues besorgen. Und ja, das sind einfach Dinge, die ich ständig nutze. Hier, das ist die Geschichte hier mit meinem mit meiner Effektpaste. Die nehmen wir, wenn wir schablonieren wollen. Und das sind die zwei Becherle. Da habe ich jetzt oben drauf gemacht, was drin ist. Da kann man weiße Spritzer mitmachen und mit dem kann man goldene Spritzer mitmachen. Das ist einfach Acrylfarbe verdünnt mit Wasser. Und das habe ich mir ja, oh Jesus, schon vor ein paar Wochen angerührt. Das ist immer noch das Gleiche. Und da ist weiße Farbe drin. Das kann ich ja immer auffüllen. Ein bisschen Wasser dazu. Muss man das nicht jedes Mal, wenn man jetzt geschwind weiße Spritzer machen will, muss man das nicht immer neu machen. Da kommt immer Kaffee rein zum Kaffeespritzer machen. Das sind noch ein paar Tempos, was man halt so braucht. Ne? Jetzt sind wir da. Das sind meine Werkzeuge. Und das ist einfach, ja, genialst, finde ich für mich. Es gibt keine bessere Lösung für mich. Das sind auch diese, Moment, aufpassen. Drehregale. Die habe ich jetzt hier auf dem Tablett drauf, auf dem runden Tablett, kann ich gut dann schnell hin und her schieben. Und das habe ich genauso übernommen. Ich habe es jetzt nur wieder frisch aufgeräumt. Ich habe auch quasi diese Marmeladegläsle da auch beschriftet. Das habe ich das letzte Mal schon gehabt, Klebestift. Das, wenn es mal leer ist und ich weiß nicht mehr, wohin damit. Ja, da ist es. Und ich kann die Sache einfach rausnehmen. Ich kann den mit rübernehmen an meinen Schreibtisch. Ich kann da meine Sache rausholen. Und wenn ich es nicht mehr brauche, kommt es wieder da rein und ist aufgeräumt. Ne? Da sind meine Öse drin und so. Alles, was man braucht. Da ist alles drin. Und das Ganze habe ich noch in groß. Hier, das dreht sich auch. Darunter schiebe ich mal gerade weg. Ist eine Schachtel, eine stabile Schachtel. Und das habe ich einfach nur gemacht, erhöht, damit ich da was drunter schieben kann. Das spart euch Platz auf dem Schreibtisch. Das ist so ein alter Teller von meiner Oma, ein riesiger Teller und ihr seht, was da alles drauf Platz hat. Ich hebe hier gerade alles schief. Das ist jetzt zum Beispiel eine alte Blechkaffeekanne. Da hänge meine, also über dem Henkel, hänge hier meine doppelseitige Klebebänder dran. Und da habe ich jeden Platz genutzt für alles Mögliche, was man braucht. Spachtel, Oxidspray, habe nur eins. Da ist Wasser drin. Das ist mein erstes, das habe ich mir zu Weihnachten gekauft. Nuvo Drops, ich wollte mal das Original haben und es ist echt toll. Ich habe es einmal probiert, es macht tolle, kleine, glitzernde Punkte. Bin ganz begeistert. Ja, und das passt bei mir alles hier drauf auf diesen Teller. Das sind die Locher, die ich
oft nehme oder die Stanze. Da sind Zange drin und da oben, so, irgendwie hat mein Handy jetzt gesponnen, zack, auf einmal war es aus. Ich glaube, da oben warmer. Da oben habe ich einfach meine Pinsel drin und solche, meine Lineale stecke dahinter drin. Alles hat so sein eigenes Kästle, wo es rein darf, oder eigenes Gläsle und ja, wartet auf den Einsatz. Dahinter habe ich ein Körbchen, da stecke diese Rolle drin mit den tollen Stöffchen, die ich von Depot habe. Und das ist ja jetzt mein IKEA-Regal. Da habe ich zum Beispiel ein Bild, was ich schön finde, von einem Kunstbuch. Und ja, wenn ich mal irgendwie was malen möchte oder so, da habe ich mir vorgenommen, da werde ich ab und zu mal ein Bild hinhängen, so als Inspiration einfach. Das da haben wir schon gehabt. Das ist mein Körbchen. Das finde ich auch für mich eine gute Idee. Das sind die Sachen drin, die ich wirklich permanent brauche. Und wenn ihr mal richtig loslegt und Junk-Journal macht, dann ist euer Schreibtisch nicht so sauber, wie das jetzt hier ist. Da liegt da eine Menge Zeug rum. Und je mehr da rumliegt, desto mehr verschwinden eure Werkzeuge. Und darum habe ich dieses Körbchen ein bisschen rechts von mir stehe. Und dann nehme ich mir immer die Sache raus, die ich ständig benutze, Schere, alles mögliche, und ich schmeiße es da gerade wieder rein. Mein Distress-Foto ist da drin und das Blending-Tool dazu. Das sind meine hauptsächliche Sachen. Da ist auch mein aktueller Klebestift drin und dahinter habe ich ja noch Vorrat. Aber das ist das, was ich nehme, mein Tacker. Das ist ein kleiner Tacker, den ich habe, und das ist noch ein kleinerer, der hat ganz kleine Nadeln drin. Das sind Dinge, die ich oft nutze. Und damit es nicht in meinem Gewühl hier verschwindet, ist das da drin. Das ist zum Beispiel noch ein ganz altes Holzlineal von meiner Oma. Habe ich bei der in der Küche auch gefunden. Kann man toll auch Sachen mit abreißen. Und hier so ein Bonefolder ist hier drin und ein Bleistift. Das sind Dinge. Ich meine, das ist bei euch. Vielleicht habt ihr andere Sachen, die ihr oft benutze. Aber das sind die Sachen, die ich wirklich ganz, ganz, ganz oft benutze. Und das ist hier drin. Ich habe das ganze Zeug hier außer ja auch, aber das ist das, was ich wirklich ständig nehme. Und das ist ein Kästle, das habe ich ja auch mal geschenkt bekommen von der Sonja. Vielen Dank, Sonja. Und da sehen wir schon, was da drin ist. Da habe ich jetzt einfach nur meine zwei Lieblingsfäden drin. Die Scherle habe ich auch geschenkt bekommen. Das finde ich so schön. Ich liebe das. Ich habe das immer gesehen bei allen YouTubern. Habe immer gedacht, ach, ich möchte auch mal so Scherle haben. Jetzt habe ich eins. Herzlichen Dank dafür. Und da sind jetzt einfach nur die zwei Fäden drin. Auf Rolle sind die. Und ich kann das zumachen. Ich lege Scherle oben drauf. Und wenn ich jetzt mein silberne Fädele von meiner Oma will, ziehe ich dran und schneide mir einfach was weg. Das war mir wichtig, weil ich mag es auch so ein bisschen hübsch hier haben. Weil ich finde, das ist sehr hübsch. Ich bin ein bisschen, weiß auch nicht. Naja, das Körbchen, das kennen wir. Das, jetzt weiß ich nicht, ob es arg blendet. Mach's mal so. Das Körbchen, da habe ich auch lauter so Bänder drin. Und da habe ich diese Clips dahin gemacht. Und da laufen die Bänder dann durch. Oh, ich gucke durch Kamera und ich kann da gerade so ziehen. Das sind solche Roller. Das habe ich alles gebraucht, mal bekommen. Und das kann ich nehmen, da habe ich eine Schere mehr dran gebunden und kann mir das abschneiden. Das ist geblieben, ich liebe das total. Hier unter, das sind diese Umschläge, da sind meine, ich muss gucken, das ist so ein Notizbuch. Jetzt gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Das sind meine Schablonen drin. Alle Schablonen in so einem Umschlag drin. Das ist einfach praktisch, kann ich herholen und kann mitschaffen. Das ist selber gemachtes Washi-Tape, was ich mal gemacht habe. Ist in dem Umschlag drin. Da komme ich gut dran. Da ist mein Blattgold drin. Da sind diese Papiere drin mit den Servietten, wo ich dann mit Servietten da rum experimentiert habe. Die benutze ich auch. Und wenn das mal leer wird, dann mache ich mir einfach neue und dann kommt es wieder da rein. Hier, das sind meine Jellyplate-Drucke. Das hatte ich im Urlaub dabei. Das ist alles Mögliche drin. Wenn man verreisen will, dann kann man das da einfach nehmen. Ich habe es drin gelassen, weil ich gehe wieder irgendwann mal in Urlaub und habe ein Journal dabei. Dann bin ich froh. Ich habe so kleine Papierle und so Sachen da drin.
Und das da, das ist einfach, wie sage ich jetzt, ja, Papier, was nicht mehr ins Körbchen gegangen ist. Das ist alles Mögliche, digitales Papier und alles Mögliche. Das habe ich jetzt nur dahingestellt, weil ich einfach, ja, einfach nicht gewusst habe, wohin sonst damit. Und da dahinter ist so ein Holzständer, das sind so ein paar Zeitschriften drin, aber die nutze ich wenig, das habe ich mehr hingestellt, damit man das nicht immer umkippt. Jetzt können wir da oben gucken. Was ihr da im Hintergrund seht, was aussieht wie Junk Journals, das ist eine Tapete. Die finde ich toll. Da oben, die habe ich nicht schön hingeklebt, das muss ich nochmal höher hängen. Die habe ich mal in Frankreich bekommen und finde es mega. Das sieht da aus, wie wenn da dahinter, wie wenn es da weiterging. Das, wie gesagt, ist nur eine Tapete und fragt mich nicht. Also ich habe die da in einem Laden bekommen, ist sicher schon anderthalb Jahre her. Und ja, und da geht's weiter. Hier zum Beispiel. Ups. Und das habe ich im Happy Mail bekommen. Es hat jemand genäht. Voll süß, das ist so ein kleines Täschle. Und da habe ich von meine Stoffehenner vorher gesehen. Alles einhändig, echt ein bisschen problematisch. Und da habe ich so Lieblingsstoffe mir rausgeholt und habe die gefaltet und habe die jetzt hier rein. Das will ich jetzt mal testen, weil manchmal nehme ich ja auch ein größeres Stück Stoff und so habe ich jetzt einfach, ich habe mich mit meinen Stoffe auseinandergesetzt. So könnte man es fast sagen. Und habe mir einfach schöne Stücke rausgeholt. Ne? Jetzt holen wir das mal runter. Das ist von Ikea. Das hat so Abtrennungen. Und das kennen wir schon. Da habe ich quasi so Text drin. Die sind aber noch nicht fertig. Das sind Text von einem Masterboard, was ich gemacht habe. Und das kann man ja noch, da muss noch Öse rein, da muss noch Schleifle dran und so weiter. Das wartet hier einfach drauf, dass es bearbeitet wird weiterhin. Und das sind gekaufte, aber da fehlt auch noch Schleifle oben dran und so. Ja, das sind lauter solche Sachen. Die sind hier drin und das steht da oben, weil da komme ich relativ gut hin. Jetzt ist mir nur der Handyhalter da. Moment, muss ich mal ein bisschen hoch machen. Ups, vorher vom Drehen. Nur das im Weg. So, hier. Das ist das gleiche Kästle. Hier habe ich jetzt beschlossen, da mache ich diese Tim Holz. Da habe ich drei solche Roller. Und ich habe jetzt gedacht, ich nehme die viel zu selten, aber ich möchte die öfters benutzen. Und wenn die jetzt so direkt so vor mir sind, dann werde ich die wohl auch öfters nutzen. Das ist zum Beispiel so ein Stoff, der ist auch von Depot, den finde ich auch ganz toll. Den möchte ich jetzt auch mal öfters benutzen, darum habe ich das dahinter rein gemacht. Und das sind ganz tolle so Sticker. Da gibt's, das war so ein Pack, da gab es ganz viel verschiedene. Das habe ich bei Amazon gekauft und da habe ich auch gedacht, wo mache ich denn die jetzt hin? Und jetzt sind die alle hier reingewandert und direkt vor meiner Nase gehe ich davon aus, dass ich die auch nutze. Das da ist ein Handyhalter von Ikea. Also wenn ich hier mal für mich alleine bastel, kann ich da mein Handy reinmachen und kann da irgendeinen Film laufen lassen von jemand und dann kann man gemeinsam basteln. Hier, das sind diese Stempeldinger da, die habe ich jetzt da oben drauf liege. Und das sind jetzt diese Holzkästle, die bevor ich jetzt mein Zimmer umgestellt habe, waren diese Holzdinger da, das sind auch von Ikea, da sind nochmal so Holzschublade drin. Das war vorher jetzt hinter mir unter meinem Setzkasten, unter der Druckerschublade drunter. Und jetzt habe ich die ja, weil der Setzkasten jetzt an der Wand hängt, mache die übrig. Und das ist natürlich wahnsinnig geschickt. Das ist jetzt direkt, ich sitze jetzt hier mit meinem Stuhl vor meinem Schreibtisch, an meinem Schreibtisch. Und das ist jetzt der Blick geradeaus. Also wenn ich hier schaffe, dann habe ich mir überlegt, was brauche ich oft. Also oft brauchen wir natürlich Stempel, Kisse. Und darum sind die hier unten drin. Das sind so alte, das war eine alte Schachtel irgendwas. Und da habe ich die einfach jetzt alle reingemacht, alle, die ich so habe. Und es darf hier rein und wartet einfach. Und ich gucke durch Kamera, darum lang ich immer daneben.
Ah, das sind übrigens die Masterboards, die habe ich doch mal geschenkt bekommen in einem Happy Mail. Und wenn ihr solche IKEA Moppe-Kommode, heiße doch die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also meine hier sind garantiert 20 Jahre alt oder so. Wenn ihr da die Kistle rausmacht, dann geht es nicht bis nach hinten. Das seht ihr, da geht es hinten runter. Und diese Masterboards, die ich geschenkt bekommen habe, die sind super stabil. Die habe ich mir zurechtgeschnitten. Die habe ich jetzt da reingemacht, dass mir da hinten nichts runterfällt. Und da sind jetzt diese Sachen drauf, die kennen wir schon. Das habe ich ja schon eine Weile, wenn ich jetzt irgendeine Collage mache. Ich habe meine Sachen in solche einzelne, da Rewe, Bio, ich schätze, da war Tomate drin. In so einzelne, ja, so Gästle drin. Und da habe ich was hingeklebt, habe gedacht, das hilft. Aber ich hätte mal Rewe, Bio auch noch überkleben sollen. Ja. Aber hier sind so die ganze Sache drin übereinander gestapelt. Und das ist ein guter Tipp. Das sind flache Schachtel. Das ist jetzt, das ist von Action, gab es mal bei Action, das ist so samtbezogene Schächtele. Das ist, ich habe mal Glossybox gehabt vor 100 Jahren. Das war auch, das ist der Deckel von einer Glossybox. Also das sind einfach von Schachteln. Ihr müsst mal gucken, was ihr für Schachteln ins Haus bekommt. Und wie gesagt, da war eine Tomate drin. Und das kann man alles übereinander stapeln. Nimmt euch nicht viel Platz weg. Es ist sortiert. Und wenn ihr auch so eine Möglichkeit habt, dann könnt ihr das übereinander machen. Das da. Da sind jetzt meine Distress Oxide Dinger drin. Das Holzkästle habe ich auch schon ewig und drei Tage. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe diese Dinger da, das sind die ganz billige von Action. Aber ich muss euch sagen, die haben so ein furchtbares Geräusch gemacht. Es war gar fürchterlich. Und ich habe mir die da bestellt von Craftelier. Und wenn man mit denen quasi so wischt, hört sich's gut an, weil die sind schön weich. Und da waren noch welche dann dabei. Da waren zwei solche in der Packung drin und diese Schaumstoffdinger waren viel mehr drin als Vorrat. Und die habe ich dann benutzt und habe die auf diese Griffe drauf gemacht. Habe dieses, was sich so furchtbar angehört hat, einfach weggerissen. Habe es entsorgt, ich sage es euch ganz ehrlich. Und habe diese schöne Weiche drauf gemacht und jetzt hört sich's gut an, weil das andere, ich habe bald Gänsehaut bekommen, fand ich ganz schrecklich. Möchte ich nicht benutzen, das war ein Fehlkauf, aber die Griffe, die sind ja trotzdem toll. Und ich denke, das ist auch das Teuerste da dran. Und dann habe ich mir einfach mit so einem Kreppband, das ist so Kreppband von, wenn man so irgendwie tapeziert, wenn man da was abdecken muss. Und das habe ich mir einfach, das war weiß, und das habe ich mir dann mit der Farbe angestrichen und habe es dann einfach da oben hin, dass man die nicht, dass man nicht mit Blau in rosa-rot reingeht. Da könnt ihr euch eure Oxide-Kissel nämlich schön versauern. Und so habe ich denen allen eine Farbe gegeben. Also nicht schön, das sehen wir ja, das ist so richtig Pollenhut-Style, aber das ist ja nur für mich. Das ist einfach, damit ich das nicht verwechsel. Und das Kästle, da habe ich jetzt so ein Washi-Tape drumherum gemacht, aber ich habe schon gemerkt, das löst sich. Das muss ich noch ein bisschen fester festkleben. Und auch hier ist so ein Masterboard drin. Und zack, aufgeräumt ist es. Perfekte Sache. Da, ah ja, das ist auch süß. Moment. Kennen wir das? Das sind die Blätter von Ephemeramba. Ich liebe die total. Gibt es ein Video, wie ich die gemacht habe. Und ich habe jetzt einfach so ein Blatt mit einer Öse gelocht. Das ist jetzt Deko an diesem kleinen Täschchen. Das gab es mal bei DM. Und da sind meine Füller drin. Meine Füller haben Zuwachs bekommen. Der Enzio ist schuld. Der Enzio hat von einem Füller erzählt, der recht günstig ist. Es ist ein Dupe. Das ist die zwei hier, der Stunkelblau und der Schwarz. Und das ist mein alter Füller, den ich schon jetzt eine Weile habe, der Kaweco, der Sport. Der ist super toll. Und jetzt, ich habe eben jetzt einer mit schwarzer Tinte und noch mit blauer Tinte. Und die sind richtig toll, schreibe richtig toll, sehen richtig teuer aus. Und jeder kostet nur
was war's? 11 oder 12 Euro. Das war aus Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Ich habe beim Enzio, der hat von diesen Füller gesprochen, dass die so gehypt sind gerade. Und ich bin ja so ein Verpackungsopfer und auch so ein Opfer, wo, wenn ich sowas höre, wo dann gleich denkt, oh, möchte ich haben. Ja, und dann habe ich das bestellt. Da könnt ihr auch noch ein bisschen an mir arbeiten, dass das dann nicht immer so mit mir durchgeht. Das kennen wir. Das ist mein Unendlichkeitsbuch. Mit meinen, da gibt es auch ein Video davon, wie man das machen kann. Das war mein altes Buch. Für alle, die jetzt neu sind und mich nicht kennen, die kennen dann das Video nicht und auch nicht das Unendlichkeitsbuch. Da habe ich quasi meine, das ist ein digitales Papier von mir. Das sind so Fassikat-Blümle. Und das kann man in meinem Etsy-Shop, kann man die kaufen. Man kann sie ausschneiden und man kann sie hier dann quasi in so ein Unendlichkeitsbuch quasi reinmachen und damit irgendwann dann irgendwelche Collage machen oder so. Die kann man eben in verschiedene Größe ausschneiden. Sich da oben sind meine Etikette, das ist auch ein digitales Papier von mir. Und ja, diese ganze Blümle, die wäre öfters von mir tatsächlich genutzt. Und das Unendlichkeitsbuch, wie ich das gemacht habe, da gibt es ein Video. Das heißt Unendlichkeitsbuch, weil jetzt geht's weiter. Da sind eben noch mehr solche hübsche Blümle drinnen, das sind meine Kaffeeblümle, da gibt es auch Videos, mein Gott, also ich muss sagen, ich habe schon echt viele Videos mittlerweile gemacht, ja, und, oh, da ist eins rausgerutscht, okay. Husch da wieder rein, husch, husch ins Körbchen, so, dele. Ja, und ich habe da so ein Band drumherum, Moment, das mache ich jetzt mal wieder drumherum. So, ich habe das Band drumherum, weil, falls es euch runterfällt, dann hätte er keinen Spaß. Dann liegt es alles am Boden und das möchte ich nicht. Und da habe ich eben solche geschickte Öffnungen hier in meiner Konstruktion und da kann das da super rein. Da ist zum Beispiel von Tim Holz das mit den ganzen Wörtern da. Das ist wieder praktisch. Ich komme gleich hin. Ich komme direkt hin. Ich muss mich da nicht irgendwo aufstehen und ans Regal laufen. Habe ich alles hier drin. Das ist mein Schnipselkörble. Da sind alles drin an Papierle und Schnipsel, die relativ klein sind, die man gut nehmen kann für Collage und solche Sachen. Darf hier rein, brauche ich ganz, ganz oft. Darum ist es direkt greifbar. Da geht es jetzt weiter. Das sind jetzt wieder dieses Kästle. Das hatte ich ja hier auch schon. Da habe ich es in rosarot, da habe ich es in grau gehabt. Das war super günstig. Gibt es leider nicht mehr aktuell bei Action. Aber wie gesagt, ihr könnt auch von Schuhschachteln oder so euch solche Kästle einfach machen. Da seht ihr, da sind alle möglichen Sachen drin. Das ist auch von Ephemerambas so ein Video hier, wie ich diese Sache gemacht habe. Aber das hat ja alles einen Platz gebraucht, bis ich es mal benutze. Das Video kann ich euch nochmal unten drunter verlinken. Und auch die ganze Ephemeramba ist ja von Luise und von Barbara vor den Dragonflies eine gemeinsame Aktion, jetzt schon im zweiten Jahr. Und da werden tolle Videos produziert. Und ich mache ab und zu mit, wenn ich Zeit habe. Und das war jetzt eben... Den Prompt habe ich mitgemacht und ich liebe das nach wie vor. Und ja, und da sind alles mögliche solche Sachen drin, die ins Junk Journal dann reinwandern können. Und drüber ist dieses alte Holzkästle. Hat, glaube ich, mein Sohn mal gebastelt in der Schule. Da sind lauter solche ein bisschen größere so Papierle drin. Das ist von digitalem Papier, das ist von Brigida, das ist von mir, ich glaube von Barbara ist was drin, von alle möglichen Leute. Also ich kann schon gar nicht mehr richtig alles auseinanderhalten. Ich denke, Tim Holz ist auch irgendwo dabei. Aber das ist so mittlere Größe. Das habe ich einfach hier drin. Und das sind die Tickets, die ich mal gemacht habe. Da habe ich von Tim Holz habe ich so ein Ticket, Stempel und Stanze und die habe ich alles selber gemacht. Und nach Farbe sortiert, wenn ich es jetzt noch reinkriege. Und ja, auch die nutze ich öfters für Collage. Und das Ganze darf hier rein und ist griffbereit. Genau wie das. Oh. Da sind jetzt die ganzen Blätter drin, die ich auch bei Ephemeramba gemacht habe.
Ach, die sind einfach toll. Das sind ja gerade vorher gesehen an dem, da wo meine Füller drin sind, das sind sie größer. Und das hat eben jetzt, das habe ich ein bisschen ausgebaut. Diese rosa Schachtel hatte ich vorher noch nicht. Vorher war es nur so und jetzt habe ich einfach obendrauf gebaut, damit ich noch mehr Platz habe, um diese Sache aufzubewahren. Das ist einfach, ja, Dekorationssache, die mir, wenn wir Collage und so machen, einfach brauchen können. Und natürlich braucht es ja alles auch seinen Platz. Und so ist es auf relativ kleinem Raum, ist da viel untergebracht. Das sind selber gefaltete Schachteln, Briefmarke drinne, ausgestanzte Teile. Das sind so kleine Sachen, die habe ich auch mal gemacht mit Tickets von Barbara, ein bisschen was dran klingt. Das kann man dann direkt so benutzen. Ja, ihr seht schon. Also, wenn man im Junk Journal Bereich unterwegs ist, sammelt man eigenartige Sachen. Das ist da zum Beispiel von einer alten Lampe, so Holzdinger waren das. Ja, man hebt alles Mögliche auf und alles braucht irgendwie seinen Platz. Ach, das Blättle da jetzt zum Beispiel ist auch eins von den Blättle. Das gehört eigentlich da in das andere Kästle rein. Aber macht nichts. Manchmal sucht manches halt einfach seinen eigenen Weg. So, mal gucken. So, jetzt passt es da rein. Ist aufgeräumt. So, das da. Das habe ich jetzt wieder reanimiert. Das ist ein Riesenkorb, ihr seht das. Und da sind einfach meine Schnipsel und Sachen drin, die größer sind. Einfach größere Sachen. Weil da unten, das ist da, wo das kleinere Zeug drin ist. Und manchmal braucht man ja so ein bisschen eine größere Sachen. Und darum habe ich jetzt diesen großen Korb mir wieder hierher geholt. Und ich komme gut hin. Der ist trotzdem relativ leicht, weil der ist ja aus so einem Korbgeflecht. Das da habe ich, das Kästle, das Tüpfchen, habe ich im Urlaub mit auf dem Flohmarkt. Und das sind einfach schöne Erinnerungen, wenn man sowas auf dem Flohmarkt mitnimmt. Das ist jetzt nicht das geschickteste Körbchen, aber ich hole mal geschwind die Sache raus, weil ich muss es euch einfach von innen nochmal zeigen. Ist das nicht süß? Ich finde das so goldig. Ich sehe es jetzt nicht oft, weil da sind meine jetzt meine Washi-Tapes drin. Ein paar zumindest. Also ich habe mehr. Aber ich benutze die so gut wie nett, muss ich sagen. Ich werde jetzt öfters mal probieren, dran zu denken. Und darum habe ich das jetzt auch hier stehen. Ja, weil sie einfach auch schön sind. Und man kann ja trotzdem was mit einer machen. Das ist meine Brille, weil die kann ich jetzt gar nicht brauchen, wenn ich hier durch Kamera durchgucke. So, das ist nochmal so ein Kästle. Und das sehen wir, das sind meine alte, so alte Blechbüchse und so. Das kennen wir schon. Das sind solche, könnt ihr auch mal gucken. Wenn ihr auf eBay unterwegs seid, so alte Zigarre-Boxer. Das da. Die sind toll. Da habe ich mal 15 Stück, glaube ich, bekommen. Sehr günstig, ich glaube 20 Euro oder so bezahlt. Und das ist mega schön für solche Sachen aufzubewahren, weil es ist auch leicht. Es passt trotzdem was rein. Ihr könnt es beschriften, ganz normal mit Klebestift. Da sind so Stickgarne drin. Das sind meine Schablone, die mache ich da einfach jetzt oben drauf. Ja, das da. So eine alte Blechkiste. Mein Mann weiß, dass ich alte Blechkiste sammle. Und die hat er mir mitgebracht. Die hat jemand wegschmeißen wollen und hat er gleich an mich gedacht und hat das mitgebracht. Hat gesagt, willst du die haben? Und ich gesagt, klar. Ich finde es super schön und die hat eine tolle Höhe, weil die passt da rein. Und da sind meine Aquarellkäste drin. So, genau, das sind die, da habe ich von Action diese günstige und ich habe die in diese Schächtele reingemacht. Da war mal, ich weiß nicht, Bleistift oder was drin. Und da habe ich die jetzt einfach reingemacht. Die Action-Aquarellfarbe sind in so Pappschachteln drin, aber ich finde es so einfach geschickter. Das ist einfach, ja, besser zu.
Das ist auch so ein Ding, da hatte ich vorher meinen Füller drin. Da habe ich jetzt diese Tube drin, die ich von Upgrade geschenkt bekommen habe. Und ich hatte eine goldene Van Gogh Farbe und die habe ich hier in so ein leeres Kästchen reingemacht. Das war aus so einer Tube raus. Und das kann ich jetzt benutzen. Das ist Aquarellfarbe. Das wird ja fest irgendwann. Und ich kann das ja immer nass machen und dann habe ich perfektes Gold. Und das sind meine drei liebste Aquarellkästchen. Der ist neu, bin ich ganz stolz drauf. Und ja, das sind meine ganz alte. Das ist so ein glitzernder und das ist hoppala. Den habe ich noch gar nicht benutzt, den muss ich noch auspacken. Aber ich finde diese Rubens Aquarellkästchen, die sind wirklich mega, mega toll. Und ich hatte einen Gutschein. Und ja, habe mich sehr drüber gefreut und habe das tatsächlich direkt in ein Aquarellkasten investiert, weil ich weiß, das geht nicht kaputt. Also mein alter Aquarellkasten, der da drin ist, der schwarze, der ist, ach, ich weiß es nicht, mindestens 20 oder eher 30 Jahre alt. Ja, das ist das Wuschi, das löst sich. Da habe ich jetzt einfach so altes, ja, so eine alte Box genommen. Ich habe das so mit so einem Band, so ein kleiner Griff gemacht, dass ich es gut rausziehen kann. Das sind nur Aquarellstifte. So wasservermalbare. Unterschiedlichste Sorte. Viele habe ich geschenkt bekommen, manche habe ich selber gekauft. Und das sind die von Action, diese Aquarellfarbe. Da ist noch eine flüssige. Also hier ist alles drin, was mit Farbe zu tun hat. Ihr seht das schon, das sind Alkoholstifte drin. Das sind auch so Stifte drin, so die, wo man schütteln muss, so Lackmalstifte drin. Das sind meine Brushos. Und das sind meine zwei neue Körbchen. Da war ich tatsächlich vor kurzem mit Melina in Frankreich bei Action. Und ja, also wir haben nicht lange Zeit gehabt. Die haben nämlich zugemacht, der Lade hin uns rausgeschmissen. Um 16 Uhr statt um 18 Uhr und mir war kurz vor 16 Uhr da. Und da habe ich gerade noch diese tolle Körbchen gefunden und die finde ich toll. Das sind Metall, die gibt es bei Ikea so ähnlich, in viereckig habe ich auch. Und die gab es bei Action in dieser ovalen Form und ich fand das eine tolle Größe. Einer hat, lasst mich jetzt nicht, 3 oder 4 Euro gekostet. Also ich finde recht günstig für die Qualität. Wie gesagt, sind Metallkörbchen sehr stabil. Und da habe ich jetzt meine Gouache-Farbe drin. Ich habe da so viel, dass ich da das doppelt habe. Das ist ein Papier, das habe ich geschenkt bekommen im Happy Mail. So von so einer Piano-Rolle heißt das, glaube ich. Gell? Ja. Und hier oben, ja, das ist jetzt so ein bisschen Deko, weil ich möchte es auch so ein bisschen kuschelig bei mir. Ja, das ist einfach, das ist eine uralte Sache. Das sind so alte, ja, so eine alte, was weiß ich, was ist so eine Kanne war, Kaffee oder Tee oder irgendwas. Diese Henne ist von meiner Oma. Also alles, was ihr immer in Deko seht, ist immer alles von meiner Oma. Dieser Elefant, da ist so, da kann man Kerze drin anmachen, oben so einen Duft reinmachen. Und Schleierkraut, das habe ich gekauft, weil Schleierkraut finde ich schön. Und ja, und das ist jetzt nochmal so ein Regal, nur ist es aufrecht hingestellt. Darunter ist so ein Sideboard, das hatte ich vorher hinter meinem Schreibtisch stehen. Das trennt mir ja quasi, diese ganze Wand trennt, mein Bett ist da übrigens da dahinter. Ne? Und das trennt quasi das Zimmer in zwei Bereiche ein. Und das finde ich einfach sehr geschickt für mich. Da dahinter habe ich lauter solche Bücher drin, die ich toll finde, die ich gesammelt habe. Und da habe ich so einen Ständer gefunden in meine alte Sache. Und da habe ich jetzt ein Buch draufgelegt. Das habe ich mir auch jetzt zu Weihnachten selber gekauft. Also es ist gebraucht gekauft. Gell? Und das finde ich schön. Da werde ich ab und zu ein Buch einfach draufstellen, um auch mich selber daran zu erinnern, dass ich das habe. Da gucke ich öfters dann rein. Und das sind so ein paar die Journals, in denen ich quasi arbeite. Das da ist vielleicht auch noch interessant. Moment. Gekauft. Und zwar, ich tue ja in meine Journals oft
wie sagt man, Briefumschläge benutze. Und wenn ihr keine Briefumschläge habt, dann sucht mal über eBay nach Ersttagsbriefe. Das sind Ersttagsbriefe. Und ihr seht, ich habe hier ein ganzes Album voll bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich bezahlt habe. 15 Euro oder so für das ganze Album. Und die Briefe kann ich alle nutzen, die sind leer. Da geht es nur um diese Briefmarke. Also als die Briefmarke rausgekommen ist an dem Tag, hat der Sammler halt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich kann euch das nicht sagen, halt irgendwie, das ist immer die gleiche Adresse drauf. Und die haben diese Ersttagsbriefe gesammelt und verkauft. Also so wie es war. Das ganze Album habe ich jetzt. Ich habe jetzt geguckt, Ersttagsbriefe sind anscheinend nicht so viel wert. Also ich brauche da jetzt kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich die nutze in meinem Journal. Ich meine, das Handy-Leute verkauft für wenig Geld. Also wie gesagt, ich glaube 15 Euro habe ich bezahlt. Und ich habe jetzt hier jede Menge an schöne Briefumschläge. Die sind leer, die haben eine schöne Briefmarke drauf und die kann ich gut in meinen Journal dann ins Journal einbauen. Hier, das ist aus so eine alte Blechbüchse. Da habe ich mal so ein mit Rost und mit Kaffee und einem Farn habe ich so experimentiert. Das kam dabei raus, habe ich kopiert. Das habe ich einfach auf der Decke geklebt. Das ist eine ganze Schachtel voll Washi-Tape. Das ist quasi der Ersatz. Ja, und dahinter ist nur so ein bisschen Deko. Und jetzt sind wir hier. Da ist quasi so eine Schwarzwälderin in einer Tasse, habe ich mir auch geschenkt bekommen. Das sind Federn drin. Das sind so alte Zigarrenschachteln auch. Die habe ich mir geschenkt gekriegt, immer Happy Mail. Das sind so Schlüssel und so drin, echtes Ephemera-Schlüssel, solche Sachen. Die lasse ich da drinnen. Da habe ich so Wachs-Sachen drin, Briefmarken sind da drin, das, was da steht. Und diese Blätter, die sind da drinnen. Und das ist mein Acrylschublädle mit meiner getrocknete Pflanze. Ich tue ja immer im Sommer. Ich habe da oben, da, Achtung, das ist eine Pflanzenblumenpresse. Da sind jetzt auch wieder Blumen drinnen. Und wenn die dann fertig sind, dann kommen die dann da rein. Dann kann ich dort wieder neue Blumen reinmachen. Ja, und da habe ich solche Boxen, die habe ich auch mal in Happy Mails bekommen. Einfach, die habe ich jetzt im Laufe von diesem Umräumen einfach benutzt. Das ist so eine Streichholzschachtelart. Da sind Bierdeckel drin, mit denen kann man nämlich schöne Sachen machen. Da sind alte Diorame drin und es sind einfach noch mehr so Fäder für so fade Gewurstel. Das muss ja alles irgendwo seinen Platz haben. Ne? Hier sind noch ein paar das sind so Alkoholstifte, glaube ich, was so nicht mehr in das andere Ding reingegangen ist. Und hier habe ich Vorrat, weiterer Vorrat. Ihr seht hier, das sind Büroklammern und solche Sachen. Einfach in so Tüte drinnen. Und hier auch solche Sachen. Das ist einfach nur, so Zeug. Und das ist ein, habe ich auch gebraucht gekauft, wie so Puppenmöbel war das. Ja, finde ich ganz hübsch. Und da haben wir nochmal jetzt so ein Drehregal auf so einem Tablett drauf. Und da sehen wir schon, das sind so alte Gläser. Die hat mir jemand wegschmeißen wollen, die habe ich für mich gerettet. Und da sind jetzt das sind ganz normale Buntstifte drin und das sind Aquarellstifte drin. Damit ich das auch immer gleich merke, was der Aquarellstift ist, habe ich mir hier einen Wassertankpinsel dazu gemacht. Also diesen wasservermalbar, die nicht. Radiergummi, Spitzer, was man so braucht, meine Woody-Stifte. Und das habe ich ja auch mal immer Happy Mail geschenkt bekommen. Das hat die liebe Renate für mich gemacht. Und das ist ganz toll, das ist so geteilt, vier geteilt. Und da habe ich jetzt in den vier Teile, hier habe ich lauter Bleistifte drin, da habe ich meine ganze schwarze Feinliner drin. Auf der Seite so ein bisschen Glitzersache. Und da sind halt mehr so goldene Stifte und Lackstifte drin. Ja,
Also das ist, also die Sektion hat alles mit Stifte zu tun, alles mit Farbe zu tun. Das ist ja alles Deko-Zeug auf irgendwelche Collage oder so Stempelsachen. Ja, so habe ich mir das überlegt, so könnte ich das machen. Und jetzt ist hier unten drunter noch ganz unspektakulär. Ich rutsche mal zurück. Das ist dieses Rollschränkle. Und das ist auch nochmal so eins. Das hatte ich vorher auch schon. Und da sind nur Papiere drin. Das sind digitale Papiere. Das sind Buchseiten. Das sind so Amazon-Verpackungspapiere, Backpapiere und so. Das ist leer. Wenn ich jetzt an einem Projekt dran bin, kann ich das nutzen und kann hier meine Sache dann reinmachen, damit ich nicht so auf dem Schreibtisch so alles so durcheinander habe. Das ist mal der Plan. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber das ist mal so dafür gedacht. Da sind eben lauter so neutrale Papiere drin, also kariert und liniert und wo nichts Gedrucktes sonst drauf ist. Hier, das sind meine kaffeegefärbte Papiere, kleinere. Obla. Kaffeegefärbte normale Papiere und auch Buchseite sind da drin. Und im anderen Käschle, was drunter ist, ist einfach in größerer Größe. Da sind Tapete und Landkarte, solche Sachen, solche Papierle. Und darunter ist ein kleiner Vorrat, ja, ein transparentem Papier, Backpapier auf der Rolle, solche Sachen. Das ist mein Papierschneider und das ist auch ein rollbares Kästle. Das ist hier mein Hebelschneider. Und das habe ich einfach hier drunter und da komme ich hier ganz schnell dran. Und das ist meine liebste Schublade. Die liebe ich einfach. Weil wenn ich hier sitze, also ich sitze ja hier, dreckig, dann kann ich die hier aufmachen. Und das ist doch einfach nur ein Schatz, oder? Seht ihr das? Ich muss gar nichts dazu sagen. Das ist einfach mega eine wichtige Schublade. Das sind große Knöpfe, kleine Knöpfe. Das da habe ich auch geschenkt bekommen. Das ist aus Papier gemacht, diese Schälchen da. Also dahinter ist noch eins. Das sind meine Nadeln drinnen. Das kennt ihr noch schon. Das sind schöne Perlen. Altes Nadelkissen von meiner Oma. Altes Sammeltasse mit so ein paar besondere Fäder. Die Fäder habe ich jetzt auch geschenkt bekommen. Also ich habe, also ihr denkt wahrscheinlich, das ist ja verrückt, was hatten die alles? Aber alles, was ihr hier seht, ich würde wirklich sagen, die Hälfte habe ich geschenkt gekriegt über Happy Mails. Kann ich wirklich so sagen. Auch Knöpfe und so. Ganz, ganz viele Sachen. Ja, und das ist meine Schatzschublade. Also das, ich nähe gern irgendwelche Sachen dran. Und ich mag das aber auch, wenn es so aussieht, wie es jetzt hier aussieht. Das ist bunt und viel und diese Behältnisse da, die sind toll. Das habe ich selber gemacht als Kind. Getöpfert. Das da ist von meinem ersten Happy Mail kam so ein Schatzkistchen, Susannes Schatzkistchen. Werde ich nie vergessen. Das ist von meinem ersten Happy Mail genau so. Und das sind auch solche Sachen drin. Ist also hier diese Sache. Einfach eine Auswahl, die da drin erwartet, dass man es irgendwo im Journal wohin hängt. Und das kann man da einfach. Oh, ich komme dahinter an die Wasserflasche, an die Wasserflasche dran, darum das Geräusch. Ja, und das kann da drauf. Und das ist toll. Das ist einfach toll. Darunter ist es nicht so spektakulär. Da ist recht viel Krusch drin. Da sind meine Klebebänder und so. Und darunter ist eine ganze Schublade voll mit Acrylfarbe. Doppelstöckig. Darunter sind auch nochmal Acrylfarbe. Da ist echte wilde Hilde. Und die andere Schublade, die zeige ich euch nicht. Die da, das kann ich euch nicht zeigen. Das ist alles ganz furchtbar. Ja, aber ich glaube, wir haben es jetzt. Kinders, wir sind fertig. Ja, ich habe jetzt so viel geschwätzt. Muss jetzt echt aufs Trinken gehen. Haben wir da oben schon geguckt? Ah, da stehen meine ganzen Journals stehen da oben. Ja, die im Laufe der Zeit jetzt entstanden sind. Dahinter ist noch so ein Bilderrahmen mit Schwarzwald, alte Postkarte. Ja, aber ich glaube, ich habe euch jetzt alles erklärt und gezeigt.
So, in diesem Sinn, jetzt kann ich Brille wieder aufziehen, mal jetzt mal mein Handy aus und ich wünsche euch was, gerade jetzt, Frühjahrsputz, vielleicht habt ihr auch Lust, so ein bisschen euch Gedanken zu machen, wie ihr euer Zimmer einrichten könnt. Ich finde es jetzt so ganz geschickt, alles ist um mich rum, sehr gut greifbar. Alles, was ich brauche in meiner Nähe, was mir wichtig ist, habe ich in meiner Nähe. Das Schublädle, wo ich euch gerade gezeigt habe, ist super wichtig. Papiere, wo man schnell dran kommen kann und soll, ist auch wichtig. Schreibmaschine, werde ich ab und zu mal vielleicht was schreibe. Mal gucken. Und hier drüber, das ist auch eine ganz wichtige Region mit den Bändern und so. Ich muss mich nur umdrehen, dann bin ich an meiner Nähmaschine dran, kann meine Sachen nähen. Das ist einfach nur Dekoration. Ja, einfach nur so. Weil ich finde, es kann auch in einem Bastelzimmer einfach nett aussehen. Ne? Ja, und das ist hauptsächlich auch Dekoration. Und unter, das sind halt die Sahara-Stempel und so. Klar, das braucht man. Das braucht man auch, Stoff braucht man auch. Ja. Ihr Lieben, das war's. Jetzt wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.